Sharpatachokasana ist die Stellung der flachen Wurzel. Annika zeigt, wie es geht. Bringe die Fußsohlen zusammen und gib die Fersen dabei so nah wie möglich zu dir hin. Dann fasse mit den Händen auf die Knie und drücke die Knie langsam nach unten. Und wenn die Knie ganz unten sind, dann hast du Sharpatachokasana gut beherrscht. Die wird ja auch als Bhadrasana oder Baddha-Konasana bezeichnet. Eine schöne Vorübung für die Lotusflexibilität. Du kannst diese Stellung auch nutzen als meditative Stellung und dabei kannst du auch zum Punkt zwischen den Augenbrauen schauen und dir dabei ein Licht vorstellen. Ganz klassisch wäre es sogar, wenn du dabei die Arme ausgestreckt hast, Schultern unten und zum Punkt zwischen den Augenbrauen schaust.